Mein Name ist Mike Anderson und ich bin nicht gerade der geborene Geisteswissenschaftler. Ich habe auch nicht so viel mit Philosophie am Hut. Aber eins weiß ich. In dieser Welt muss man für alles bezahlen. Manchmal mit allem, was man hat. Diese Lektion habe ich vor 9 Jahren gelernt. Während eines Sturms, den die Leute in dieser Ecke der Welt den Jahrhundertsturm nannten. Aber ich muss mich korrigieren. Der Lernprozess begann während des großen Sturms. Erst letzte Woche war er zu Ende. Ich bin in Maine aufgewachsen. Irgendwie habe ich nie richtig in Maine gelebt. Aber ich glaube, jeder hier aus der Gegend würde das Gleiche sagen. Die Leute von Little Tall überweisen ihre Steuern nach Augusta, so wie andere Leute auch. Wir haben entweder einen Hummer oder einen Seevogel auf unseren Nummernschildern, so wie die anderen Leute auch. Und wir feuern die Teams der Universität von Maine an, besonders das Frauenbasketballteam, so wie die anderen Leute auch. Hey Sonny, du hast einen vergessen. Einer für den Top, viel Glück. Beeil dich, Sonny, der Wetterbericht sagt, dass es bald losgeht. Die Stürme kommen jeden Winter. Pfeifen rein und pfeifen raus und der Juli kommt trotzdem. Wir haben gesagt, dass der diesmal was ganz Besonderes ist. Aber wir sind nicht wie die anderen Leute. Das Leben auf den Inseln ist anders. Wir halten zusammen, wenn es nötig ist. Schon überstehen. Ja, wie immer. Hast du Respekt vor dem Seegang? Zeigst du Respekt für dein Boot? Was weiß ein Franzose wie du schon? Vergöl! Wir können ein Geheimnis für uns behalten, wenn es sein muss. Und davon gab es so einige, damals, 1989. Die Menschen, die dort wohnen, behalten sie immer noch für sich. Ich weiß es. Ich habe noch Kontakt. Jetzt genug Vorräte habe. Oh, das sieht gar nicht so aus, als würden wir einen großen Sturm erwarten, nicht wahr? Ich bete nur, dass der Strom nicht wieder ausfällt. Im Radio sagen sie, es wird wie die Hölle schneien. Reg dich ab, Fürth, das kleine bisschen Schnee. Bis zu uns kommen die Schwierigkeiten nicht, deswegen leben wir hier. Ja. Wenn wir Probleme kriegen, haben wir ein richtiges Problem. Wie wir vorhin schon sagten, und wir können es nicht oft genug wiederholen, dieser Sturm ist für 15 Tote verantwortlich, als er über Great Plains und den Mittleren Westen hinwegfegte. Hier sehen Sie seine Spuren in voller Grausamkeit. Sehen Sie da, von dort zieht das Unheil heran. Das ist ein sehr untypischer Sturm, fast schon wie ein Winterorkan. Er ist fast zu vergleichen mit dem Killersturm, der 1976 die gesamte Ostküste und Boston lahmlegte. Die erste Person auf Little Tall, die Andre Linoche sah, war Martha Clarendon. Und er war der letzte Mensch, den sie je sah. Wir haben seitdem keinen vergleichbaren Sturm mit dieser Stärke erlebt. Das heißt, bis heute. Die Frage ist, wird er uns verschonen und draußen auf See wüten, wie das diese Stürme meistens tun? Leider sagen unsere Computerprogramme nein. Meine Güte. Wir starten... New Englands. Wenn sich nichts ändert, werden Sie heute Abend Ihr blaues Wunder erleben. Sehen Sie sich das hier an.
Wenn keins der beiden Tiefdruckgebiete abdreht, werden sie über Maine zusammenstoßen. Yeah. Das sind ziemlich schlechte Nachrichten für unsere Freunde in Yankeeland. Wir erwarten Hurricane-ähnliche Windstärken und phänomenale Niederschläge in Form von Schnee. Regional wird es sicher zu Stromausfällen kommen. Wir wollen sie nicht unnötig beunruhigen, doch sie sollten unsere... Wir werden in den nächsten 3 Tagen mehr Schnee bekommen als sonst im ganzen Winter. Der Begriff Jahrhundertsturm ist in den letzten Tagen ziemlich häufig gefallen. Aber wenn diese beiden Sturmtiefs zusammentreffen, dann ist Jahrhundertsturm der berechtigte Ausdruck dafür. Jed Perkins wird Ihnen gleich einige Ratschläge geben, wie Sie sich auf diesen Sturm vorbereiten können. Wenn der Weltuntergang bevorsteht, wollen Sie einen Müsli verkaufen. Wenn es heißt, es gibt keinen Grund zur Panik, ist es sehr ernst. Oh, ist ja gut. Ich komme ja schon so schnell ich kann. Ich habe mir letzten Sommer die Hüfte gebrochen und bin immer noch so langsam wie eine fußkranke Schnecke. Kann ich Ihnen helfen? Geboren aus Gier. Staub wird aus dir. Was? Wie bitte? Geboren allein. Komm doch rein. Haus, nimm mich vom Feuer und kippe mich aus. Ist es die verheerende Kraft der Natur oder ist es eine Strafe Gottes? Hier bei uns jetzt erhältlich die Strafe Gottes. 90 Minuten Horror-Szenario. So etwas haben Sie noch nie gesehen. Rufen Sie uns jetzt an oder bestellen Sie schriftlich. Postfach 111 Bangor Lane. Für $19.95 erhalten Sie dieses faszinierende Video. So geht das hier schon den ganzen Tag. Die decken sich mit Vorräten ein. Danke, John. Vergiss nicht das Bohnenessen nächsten Mittwoch, Michael. Ich werde jeden Diakon brauchen, der zur Verfügung steht. Ich werde kommen, vorausgesetzt wir überstehen die nächsten Tage. Das werden wir ganz bestimmt. Gott beschützt seine Schäfchen. Hast du noch Schweinerippchen? Ich war mir sicher, dass du irgendwo noch Schweinerippchen hast. Ja, hier. Wie sieht's mit Gehacktem aus? Hast du noch irgendwas, womit man Hamburger machen kann? Ja. Na klar. Hier. Okay, Leute, hört mal zu. Es ist ein Sturm. Das ist alles. Wir haben schon viele davon überstanden und wir werden mit Sicherheit auch die nächsten überstehen. Hey, jetzt benehmt euch nicht wie die Leute vom Festland. Spiel dich nicht so auf, Michael Anderson. Nein, Miss St. Pierre, ich spiel mich nicht auf. Ja, warte eine Sekunde. Mike, hey Mike, hier ist ein Anruf für dich. Es ist deine Frau. Sie sagt, es gibt ein kleines Problem im Kindergarten. Oh, ist sie sehr aufgeregt? Woher soll ich wissen, was sie aufregt? Sie ist deine Frau. Patch, würdest du für mich übernehmen? Hey Mike, lässt du mir deine Raubtierpeitsche da? Vielleicht solltest du lieber mal hinfahren. Hey Moll, was gibt's? Ich habe ein kleines Problem. Kannst du vorbeikommen? Weißt du, ich habe hier selber ein kleines Problem. Was gibt's denn? Pippas Kopf ist eingeklemmt! Pippa, kriege ich dein Brot? Du kannst es doch jetzt nicht essen. Nein! Pippa, hör auf damit. Du sollst stillhalten. Annie, beruhige sie. Okay. Pippa, was ist mit Pippa? Sei bitte nicht so laut. Das Letzte, was ich will, ist, dass Hedge was davon mitbekommt. Es ist irgendwas mit Pippa. Oh, es ist zu spät, mein Schatz. Also, was gibt's? Pippas Kopf steckt im Geländer fest. Ich denke, es ist nicht ganz so schlimm, aber
Ein gewaltiger Sturm und ein durchgedrehter Vater sind zu viel für einen Tag. Wenn Hedge herkommt, dann komm bitte mit. Na klar, ich bin gleich da. Okay, bis dann. Was ist mit Pippa? Akute Eingeklemmtheit. Dann sehen wir mal nach. Wie aufgeregt klang sie, Mike? Molly, eine 5 auf der Skala von 1 bis 10. Keine Sorge. Das wird ein Sturm. So einen haben wir noch nie erlebt. Mike und Daddy werden jeden Augenblick hier sein. Dann wird dich Mike da rausholen. Ich hab Hunger. Darf ich Sie füttern, Mrs. Anderson? Ich hab schon meinen Affen auf einen Jahrmarkt gefüttert. Ich bin kein Affe, Harry. Seht mal her, ich bin ein Affe. Hört auf damit, ihr sollt damit aufhören. Das ist nicht nett. Hört auf, Pippa zu ärgern. Donny, hör auf damit, das ist gemein. Schön still, sonst reißt du dir noch die Ohren ab. Keine Angst. Daddy! Oh, hallo, Kleiner. Pippas Kopf steckt fest und Don hört einfach nicht auf, ein Affe zu sein. Mr. Anderson, ich habe sofort aufgehört, ein Affe zu sein. Oh, das ist toll, Sally. Du wirst mir zu schwer, Ralph. Hey. Aua, hey, warum hast du denn das gemacht? Weil du gepetzt hast. Ich habe keine Angst vor ihm. Mein Dad ist Bürgermeister, er bezahlt dir Gehalt. Schubser werden geschubst. Donny Beals, denk immer daran. So ist das in diesem traurigen Leben. Schubser werden geschubst. Schatz, wieso hast du das getan? Hadi St. Pierre hat gesagt, ich traue mich nicht. Was ist denn passiert? Durchstecken war ganz leicht, aber ich komme einfach nicht mehr zurück. Ich glaube, mein Kopf ist auf dieser Seite viel dicker. Das ist er auch. Weißt du, was ich tun werde? Ich mache deinen Kopf kleiner, weißt du wie? Nein, wie denn? Ich drück deinen Schrumpfknopf. Dein Kopf wird kleiner und geht genauso leicht raus, wie er reingegangen ist. Hast du verstanden, Pippa? Ich werde jetzt den Knopf drücken. Bist du bereit? Mhm. Okay, Augen zu. Und los geht's. Piep. Okay, der Kopf ist schon kleiner. Zieh ihn schnell wieder raus, bevor er größer wird. Ja. Danke, Kumpel. Danke sehr. Kein Problem. Tut mir leid, wenn ich dich zu einem ungünstigen Zeitpunkt weggerufen habe. Ich habe Ihren Kopf nicht alleine rausgekriegt. Ich bin auf einmal völlig nervös geworden. Ich brauchte sowieso eine Pause. Der Schrumpfknopf, ja. Oh ja, jeder hat einen. Davy Hopewell, so wie wir ihn kennen. Er überläuft die Abwehr, Stockton versucht ihm den Ball abzunehmen, aber er hat keine Chance. Wird Davy Hopewell es schaffen? Die Uhr läuft gegen ihn. Davy Hopewell, der Hoffnungsträger der Celtics. Er täuscht, er dribbelt, er... Ist alles in Ordnung?
Mrs. Clarendon? Mrs. Clarendon? Hier ist Davy! Davy Hopewell! Ist alles in Ordnung? Hallo? Ist jemand da? Vergiss die NBA, Davy. Du wirst nicht mal in der Highschool groß rauskommen. Du bist langsam, du bist ein Zwerg. Warum kommst du nicht rein, Davy? Ich tu dir einen Gefallen, erspar dir viel Kummer. Nein! Hilfe! Hilfe, Hilfe! Jemand hat Mrs. Clarendon umgebracht! Hilfe! Hilfe! Mrs. Clarendon ist tot! Hilfe! Er trifft. Hilfe! Bitte! Hilfe, ich brauche Hilfe! Ist irgendjemand da? Bitte! Holen Sie Hilfe! Hilfe, bitte! Davy Hopewell! Warum rennst du mitten auf der Straße rum und machst dich zum Affen? Jemand hat Mrs. Clarendon getötet. Das ist doch Unsinn. Was redest du da? Überall ist Blut und ein Auge von ihr ist draußen. Beruhige dich. Es hängt auf ihrer Wange. Das Beste ist, wenn du dich um ihn kümmerst. Gib ihm einen heißen Tee oder besser noch, gib ihm einen Whisky, wenn du welchen hast. Wirst du es Mike Anderson sagen? Nicht, bevor ich nicht selbst nachgesehen habe. Das ist auch eine Aufgabe des Bürgermeisters. Brauchst du Hilfe, Robbie Beals? Nein, das wird nicht nötig sein, George. Ich komme zurück. Seien Sie vorsichtig, Mr. Beals. Ich glaube, der Kerl ist immer noch im Haus. Willst du noch reinkommen? Nein, danke. Hey, Boss. Danke, dass du meine Kleine gerettet hast. War mir ein Vergnügen. Denkglocke. Nicht bei dem Wind, den wir erwarten. Wir nehmen die Sirene, wenn es soweit ist. Zweimal kurz, einmal lang. Ja, das ist richtig. Mike Anderson natürlich. Für diese Entscheidung wird er schließlich von uns bezahlt, nicht wahr? Ja, natürlich, ja. Ja, ich werde Peter von dir grüßen. Danke, danke für den Anruf, Betty. Harter Tag, hä? Huh? Betty Soames glaubt doch tatsächlich, dass wir Zugang zu einem geheimen Wetterbericht hätten.
Du meinst so eine Art hellseherischem Wetterbericht à la Jean Dixon? Ja, genau, ja. Haben die Leute in der Stadt das gesehen? Wenn sie nicht blind sind, mit Sicherheit. Beruhige dich, Mike Anderson. Wie geht's der kleinen Pippa Hatcher? Wow, das ging aber schnell. Es gibt keine Geheimnisse auf der Insel. Es geht ihr gut. Sie hat sich ihren Kopf im Geländer eingeklemmt. Ihr Vater sitzt draußen im Wagen. Er macht seine Hausaufgaben über den Sturm von 89. Das sieht Elton und Melinda Hatchers Tochter ähnlich. Typisch. Ach, die Bürger wissen, dass es schlimm wird, Mike. Wenn sie die Sirenen hören, werden sie kommen. Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Du bist doch sicher gekommen, um dir die Notunterkunft anzusehen, oder? Hab gedacht, das wäre keine schlechte Idee. Wir können 300 Leute 3 Tage versorgen. Und 150 eine Woche. Und wenn das stimmt, was die im Radio sagen, müssen wir das vielleicht auch. Ist jemand hier? Natürlich, das weißt du doch. Wie sieht der Vorratsschrank aus? Er ist voll, so wie du es wolltest. Hauptsächlich Konzentrat. Man schüttet Wasser auf das Pulver und dann würgt man es runter. Jedenfalls muss niemand verhungern. Hast du das alles allein gemacht? Ich und Pete Schwester Tavia. Du wolltest doch, dass wir diskret sind. Niemand soll in Panik geraten. Das habe ich gesagt, ja. Und wer weiß alles, dass wir für den Dritten Weltkrieg gerüstet sind? Ich glaube, es wissen alle. Wer sind Sie? Geboren allein. Komm doch rein. Sie waren bei einer Hure in Boston, als Ihre Mutter in Mitchias gestorben ist. Mutter war in diesem beschissenen Altersheim, das letzten Herbst abgerissen wurde, das in dem Ratten in der Speisekammer gefunden wurden. Sie erstickte, während sie ihren Namen rief. Ist das nicht süß? Aber das macht nichts, Robbie. Sie wartet auf Sie in der Hölle. Und sie ist eine Kannibalin geworden. Wenn sie dort ankommen, wird sie sie bei lebendigem Leib verzehren. Immer und immer und immer wieder. Denn darum geht es in der Hölle, Robbie. Um die Wiederholung. Ich denke, tief in unseren Herzen wissen wir das ganz genau. Fangen Sie. Am schlimmsten von dem kommenden Sturm betroffen sein wird. Die Vorhersagen sprechen von Zerstörung heute, Tod morgen und dem Untergang am Wochenende. Das könnte das Ende des Lebens sein, so wie wir es kennen. Ziemlich unwahrscheinlich. Aber man sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Wir sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran. Hier ist Robbie Beals für Constable Anderson. Kommen! Mike Anderson, das ist ein Notfall. Verdammt nochmal, melde dich, Anderson. Wir haben... Ich habe einen Mord. Martha Clarendon wurde erschlagen. Der Mann, der Los, melde dich, Anderson. Kannst du mich hören? Er ist immer da, um unerwünschte Ratschläge zu geben, aber wo ist er jetzt? Hört ihn keiner zu, verdammt nochmal! Anderson! Robbie, hier ist Tess Martin. Dich will ich nicht, verflixt nochmal, ich will Anderson! Ich kann nicht auch noch seinen Job machen!
Er hatte zu Hause einen Notfall. Hedge ist mit ihm gefahren. Was denn für ein Notfall zu Hause? Wir haben hier einen Notfall. Eine alte Frau wurde ermordet. In Martha Crowns Wohnzimmer sitzt ein Verrückter. Wovon redet er bloß? Wer wurde ermordet? Martha, hat er gesagt. Robbie, ich bin hier. Einen Augenblick. Hey, Leute, würdet ihr bitte so freundlich sein und uns einen Augenblick in Ruhe lassen? Ihr zahlt mir 6.000 pro Jahr für den Job als Polizist. Also lasst mich meine Arbeit machen. Bitte komm, Robbie. Wo bist du? Wo ich bin? Ich bin vor Martha Clarendons Haus. Was hast du denn gedacht, wo ich bin? Ich werde versuchen, diesen Mann da drin irgendwie in Schach zu halten. Also setz deinen Arsch endlich in Bewegung. Gut, dann wollen wir mal fahren. Du und Cat kümmert euch um den Laden. Okay, Freunde, lasst euch nicht stören und beendet eure Einkäufe, in Ordnung? Es gibt in der Atlantic Avenue nichts für euch zu tun. Es schneit sehr früh. Sieh mal das Festland. Wenn es nicht mehr zu sehen ist, wird es Zeit, dass man nach Hause kommt. Und wenn man das Wasser nicht mehr sehen kann, wird es Zeit, ins Rathaus zu gehen. Egal, ob man die Sirene gehört hat oder nicht. Willst du das Gewehr? Ja, das nehmen wir besser mit. Pass nur auf, dass es gesichert ist, Elton Hatcher. Das wird aber auch langsam Zeit. Nimm das Ding weg. Nein, das werde ich nicht, mein Lieber. Du machst deinen Job und ich mach meinen. Dein Job ist das Immobiliengeschäft. Nimm sie wenigstens etwas runter. Komm schon, Robbie, du zielst direkt auf mein Gesicht. Und ich weiß, dass sie geladen ist. Also gut, was ist passiert? Ich war auf dem Weg zu meinem Büro. Da habe ich gesehen, wie Davy Hopewell mitten auf der Straße rumlief und schrie, Martha Clarendon ist tot. Irgendjemand hat sie umgebracht. Also bin ich hergefahren und es ist wahr. Es ist schrecklich. Und der, der es getan hat, ist noch drin? Er hat mit mir gesprochen. Was hat er denn gesagt? Er sagte mir, ich soll verschwinden. Er sagte, raus hier oder ich töte dich auch. Ich weiß es auch nicht genau. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein Verhör. Wie hat er ausgesehen? Ich habe ihn nur von hinten gesehen. Tut mir leid. Also gut, Hatch. Du bleibst links von mir. Halt den Lauf der Schrotflinte immer auf den Boden. Lass die Waffe gesichert, bis ich dir sage, dass du sie entsichern sollst. Und du? Du rührst dich hier nicht von der Stelle, verstanden? Du bist hier der Polizist. An eurer Stelle würde ich sehr vorsichtig sein. Selbst wenn der Kerl noch da war, ist er doch sicher längst zur Hintertür raus. Der Gartenzaun von ihr ist nur 1,50 hoch. Mike, sie hat gar kein Gesicht mehr. Oh Gott. Hatch. Ist alles in Ordnung? Hatch. Denn wenn nicht, dann gib mir lieber die Schrotflinte und geh wieder raus zu Robbie. Es wird schon gehen. Ganz sicher? Oh ja. Keine Bewegung. Die Hände hoch.
Hoch über den Sessel. Ich will sie in voller Schönheit sehen. Es sind zwei Waffen auf sie gerichtet. Eine davon ist eine Schrotflinte. Nehmen Sie die Hände nach vorne. Robbie, was ist denn mit Martha geschehen? Los, geh wieder zurück! Es ist alles unter Kontrolle! Aber... Wenn er sich bewegt, schieß ihn ab. Oh ja. Wenn er schießt, erwischt er uns beide. Es ist doch eine Schrotflinte. Und außerdem, sie ist noch gar nicht entsichert. Aber Sie haben daran gedacht, Handschuhe zu tragen. Das war gut. Aufstehen! Hatch, mach die Tür zu! Ist das denn so klug? Ich meine... Das ist der Ort des Verbrechens. Sollten wir die Dinge nicht so lassen, wie sie sind? Wenn du die Tür offen lässt, wird der Ort des Verbrechens unter 2 Meter hohem Schnee begraben sein. Jetzt mach sie zu. Warten Sie! Wie ist Ihr Name? André Linoche. Also los, gehen wir. Ach, das ist nicht so schlimm. Im Radio haben sie gesagt, dass sie die großen Kinder drüben in Metzschaies lassen. Wenigstens für die heutige Nacht. Die See ist zu unruhig, um sie mit dem Wassertaxi zurückzubringen. Mami, mir ist kalt. Das verstehe ich. Ich mach gleich die Heizung an. Sind noch andere drin? Nein. Buster und Pippa waren die Letzten. Gleich haben wir es. Pippa! Das war ja heute ein tolles Abenteuer, nicht wahr? Ja. War schön, dich zu sehen, Melinda. Auf Wiedersehen. Bis dann. Danke, dass du mir vorhin so toll geholfen hast, Buster. Schon gut. Gut, wir sehen uns Montag, wenn die Straßen offen sind. Wink nochmal, Buster. Fahr schön vorsichtig, Angie. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis dann. Hallo? Da bist du ja. Ich versuche dich schon seit fast 10 Minuten zu erreichen. Ich war draußen und habe die Kinder übergeben. Ich habe sie heute früher abholen lassen. Was ist denn los, Katrina? Naja, ich will dich nicht unnötig aufregen, aber... So wie es aussieht, gab es einen Mord auf der Insel. Die alte Martha Clarendon. Mike und Hatch sind gerade rübergefahren. Was? Bist du sicher? Ich weiß eigentlich gar nichts mehr so genau. Hier bei uns ist es heute zugegangen wie im Irrenhaus. Hatch und Mike sind gerade rübergefahren. Ich sollte dich anrufen, um dir zu sagen, dass alles unter Kontrolle ist. Ist es das? Ja, wahrscheinlich. Mike wollte nur, dass ich dich anrufe, bevor es irgendjemand anders tut. Siehst du Melinda Hatcher heute noch? Sie ist gerade mit Angie Carver weggefahren. Sie waren heute nur mit einem Auto da. Ich denke, du müsstest sie in etwa 15 Minuten zu Hause erreichen. Oder lieber in 20. Ist es vielleicht möglich, dass das nichts weiter als ein Witz ist? Ein übler Scherz? Nein. Robbie Beals hat hier angerufen und er hat nun wirklich keinen Sinn für Humor, verstehst du? Ja, ich weiß. Er hat gesagt, dass die Person, die das getan hat, vermutlich noch im Haus ist. Ich weiß nicht, ob Mike das Recht ist, wenn ich dir das sage, aber ich finde, du hast ein Recht, das zu erfahren. Molly? Ich komme zu dir in den Laden. Wenn Mike vor mir da sein sollte, dann halt ihn bitte fest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er will, dass du dir jetzt... Hey, Ralphie, Schatz,
Wir fahren zum Laden und besuchen deinen Daddy. Na, was sagst du dazu? Daddy, ja! Ja, na komm, ich zieh dich an. Was, willst du ihn da reinstecken? Er kann auch auf den Rücksitz, aber dann spielst du seinen Babysitter. Rein mit ihm, Mister. Nimm das runter! Vergessen Sie nicht, was ich gesagt habe, Robbie. Die Hölle ist Wiederholung. Der redet vielleicht einen Unsinn! Der Kerl ist total verrückt. Woher wusste er deinen Namen? Hast du es ihm gesagt? Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass kein gesunder Mensch Martha Clarendon wehtun könnte. Also gut, ich komme hier drüber zum Laden und helfe euch, die Sache aufzuklären. Wir müssen uns mit der State Police in Verbindung setzen. Robbie, du musst die Sache mir überlassen. Ich weiß genau, dass dir das gegen den Strich geht. Ich bin hier der Bürgermeister, falls du das vergessen haben solltest. Ich trage die Verantwortung. Ja, und ich auch. Und in der Stadtverordnung ist das klar definiert. Ursula braucht dich im Augenblick dringender im Rathaus, als ich dich bei meinen Ermittlungen. Fahren wir, Hatch. Ich finde, dass du deine Kompetenzen überschreitest. Natürlich, Schatz. Was machen wir denn mit ihm? Sprich nicht so laut. Wir müssen versuchen, die Polizeikaserne in Messiahs zu erreichen. Das war der einzig gute Vorschlag von Robbie. Aber wie groß sind die Chancen, dass sie ihn uns bei dem Wetter abnehmen? Hatch, als wir im Flur waren, da habe ich den Fernseher gehört, du auch? Zuerst ja, den Wetterkanal. Aber dann muss der Kerl... Der war kaputt. Der Fernseher war eingeschlagen. Der hat nichts gemacht, während wir im Flur waren. Wenn meine Bildröhre einschlägt, dann macht das einen riesen Krachpuff. Das hätten wir gehört. Dann war es bestimmt das Radio. Ist das Gewehr entsichert? Ja. Stell dich nach oben. Steigen Sie aus auf die Laderampe. Schön langsam. Abgebrochen.
Krankheit erleiden. Ist da jemand drin? Okay, mach nichts. Geh rum und öffne von der anderen Seite. Ich soll dich hier allein mit dem Typ lassen? Es sei denn, Superman taucht hier gleich zufällig auf. Du könntest ihn doch von vorn reinbringen. Durch den Laden? Während alle ihre Hamsterkäufe machen, vergiss es. Na los, geh schon. Gut, in Ordnung. Was ist passiert, Beals? Ist Martha wirklich tot? Sie ist sogar mausetot. Du hast nichts von ihm gehört? Nein, tut mir wirklich leid. Hedge! Hi, Molly. Wo ist Mike? Ist alles in Ordnung? Alles bestens. Er steht hinten mit dem Gefangenen. Ich muss ihm die Tür aufmachen. Ist das einer von hier? Ich habe den Typ noch nie in meinem Leben gesehen. Was machen die denn da hinten? Geben Sie mir, was ich will, und ich werde gehen. Und was wollen Sie? Schon, beeil dich, es ist kalt. Sie geht nicht auf, sie klemmt. Hast du sie denn aufgeschlossen? Ja, natürlich. Tritt kräftig dagegen. Sie ist vereist, deswegen wird sie klemmen. Herrje. Lass mich mal. Und ihn durch den Laden bringen. Hedge? Ja? Komm noch mal her. Alleine. Komme. Vergessen Sie nicht, was ich gesagt habe, Mr. Anderson. Und wenn die Zeit gekommen ist, werden wir reden. Geh weiter, Hedge. Stehen bleiben. Geh vor, Hedge. Ja. Mike möchte, dass ihr euch seitlich aufstellt. Niemand soll im Gang stehen. Wir haben hier einen ganz üblen Kerl. Wir wollten ihn durch die Hintertür reinbringen, aber die geht nicht auf. Also geht ein bisschen zurück und macht Platz. Na los, ihr habt's doch gehört. Geht zurück. Würdest du jetzt bitte zurückgehen, Pete, ja? Mike steht draußen im Schnee und hat bestimmt schon kalte Füße. Es wird uns allen sehr viel besser gehen, wenn wir den Kerl erstmal eingesperrt haben. Also geht ein bisschen zurück und macht endlich den Gang frei, ja? Gut so. Keine falsche Bewegung, Mr. Lenoche. Vergessen Sie das nicht.
Mike? Na los, gehen Sie weiter. Und nicht anhalten. Na los. Peter Gozzo. Mein Lieblingsfischgroßhändler steht Seite an Seite mit meinem Lieblingspolitiker. Wie läuft das Fischgeschäft? Nicht so gut, nicht wahr? Glücklicherweise können wir ja auf das Marihuana-Geschäft zurückgreifen. Wie viele Pakete haben Sie momentan auf Lager? 10? 20? 40? Die sollten gut eingepackt sein, Peter. Der Sturm heute Nacht wird für eine ziemliche Flutwelle sorgen. Kommen Sie, Bewegung! Cat Withers. Sie sehen gut aus. Wieso auch nicht? Ist ein reiner Routineeingriff heutzutage, nichts dabei. Sie haben Ihren Eltern sicher noch nichts davon erzählt, oder Billy? Bewegung. Oder ich mache Ihnen Beine. Machen Sie ruhig weiter so. Ein bisschen Ärger unter Freunden gehört heutzutage einfach dazu. Ralphie? Ralph! Mami, darf ich das haben? Lass das! Lassen Sie ihn wieder runter! Oder? Ich kenn dich. Ja, ehrlich? Du bist Ralph Emerick Anderson. Und ich weiß noch was. So, was denn? Du hast einen Feensattel auf deiner Nase. So nennt das mein Daddy immer. Ich weiß. Dein lieber, lieber Daddy. Warum hast du diese Dinger dran? Weil ich das gerne will. Geh, geh zu deinem Dad. Bring ihn raus! Mein Schatz! Bring ihn hier endlich raus! Erschieß ihn nicht, Daddy. Er weiß das mit dem Fädensattel. Ich erschieße ihn nicht, wenn er dahin geht, wo er hin soll. Hey! Hey! Woher wissen Sie das von Katrina? Woher wissen Sie das? Geh weg hier! Der Mann ist ein Killer! Geh ihm aus dem Weg, Billy Soames! Und mir auch, klar! Und Sie sollten sich auch mal die Nase putzen. Billy? Lass mich in Ruhe! Bevor er zu selbstgerecht wird, Katrina, fragen Sie ihn, wie gut er Jenna Freeman kennt. Was wissen Sie über meine Schwester? Dass sie nicht nur gerne Pferde reitet, wenn es heiß ist. Nicht wahr, Billy? Haltet euch von diesem Mann fern, alle! Das Geräusch ist nicht gut. Bewegung, Mr. Linoche. Nehmen Sie die Hände hoch und halten Sie sich an den Stangen fest. Jetzt die Beine auseinander. Weiter. Ich werde Sie jetzt durchsuchen. Wenn Sie sich bewegen, wird mein Freund Elton Hatcher uns allen eine Menge Arbeit ersparen. Wenn Sie auch nur mit der Wimper zucken, Mr. Linoche. Sie haben meinen Sohn mit Ihren dreckigen Pfoten angefasst. Sie sollten also nicht mal mit der Wimper zucken. Also gut. Wo ist Ihre Brieftasche? Wo ist Ihre Brieftasche, hä? Mike, ganz ruhig. Der Typ hat mit seinen dreckigen Pfoten meinen Sohn angefasst. Hat sein Gesicht an das Gesicht von meinem Sohn gedrückt. Hat ihn auf die Nase geküsst. Sagt mir nicht, ich soll ruhig sein. Wo ist Ihre Brieftasche, Sir? Wo ist Ihre Brieftasche? Mike!
Wo ist Ihr Führerschein? Wo ist Ihr Blutgruppenausweis? Wo ist Ihre Kreditkarte? Sagen Sie mir, wo! Aus welcher Jauchegrube sind Sie geklettert? Hä? Antworten Sie mir! Wo ist Ihre Brieftasche? Wo ist Ihre Brieftasche? Mike, hör auf! Hör auf! Mike, was soll denn das? Ziehen Sie Ihre Stiefel aus. Dazu müsste ich die Gitterstäbe loslassen. Die Stiefel sind zugebunden. Eine falsche Bewegung. Und Sie werden nie wieder Probleme mit der Verdauung haben. Jetzt können Sie die Stiefel ausziehen. Nichts. Los, stell sie neben den Tisch. Ab in die Zelle, Mr. Linhosch. Aber schön langsam und immer schön die Hände oben halten. Denken Sie etwa, die hält nicht? Die hält. Ich schwöre dir, Mike, die hat sich kein bisschen gerührt. Fass das nicht an! Hast du überprüft, ob er irgendeinen Ausweis bei sich hat? Ich will, dass du verschwindest. Jetzt pass mal gut auf, Anderson. Deinen Sinn für Humor finde ich überhaupt nicht komisch. Ich habe jetzt weder die Zeit für so einen Quatsch noch die Geduld. Also verschwinde oder ich werf dich hier raus. Bei der nächsten Stadtversammlung werden wir wohl bei der Wahl des Gesetzeshüters eine kleine Änderung vornehmen. Tja, die Versammlung ist im März. Jetzt haben wir Februar und nun verschwinde! Ja, ich denke, das habe ich ganz gut hingekriegt. Ja, wie ein Diplomat. Also gut, ich will kurz zu Molly. Ich soll hier mit dem Kerl alleine bleiben? Versuch die State Police in Machias zu erreichen. Und halt dich von ihm fern. Darauf kannst du dich verlassen. Hören Sie mich, Matthias. Wir haben den Kontakt zum Festland verloren. Peter Gozzo. Peter. Mike? Mike, was dieser Kerl gesagt hat, das war der größte Mist, den ich je gehört habe. Ja, hör zu. Ich möchte, dass du Hedge Gesellschaft leistest. Wir werden den Typ bewachen, und zwar immer zu zweit. Klar. Okay, in Ordnung. Ich möchte den Laden jetzt schließen, Leute. Ihr dürft gerne mitnehmen, was ihr habt. Ich vertraue darauf, dass ihr bezahlt, wenn der Sturm vorbei ist. Aber ich muss mich jetzt um den Gefangenen kümmern. Hat der Kerl wirklich die arme Martha umgebracht? Wir werden sicher bald darüber Auskunft geben können, aber nicht jetzt. Also bitte, Della, und die anderen auch. Bitte helft mir, dass ich meine Arbeit machen kann. Ich möchte, dass einige Männer noch einen Augenblick hier bleiben. Kirk Freeman, Jack Carver, Sonny Brodigan, Johnny Harriman, Billy, Robbie. Matthias, hier ist Elton Hatcher aus Littletown. Wir haben einen polizeilichen Notfall hier. Hören Sie mich, Matthias? Bitte kommen.
Mit Shires, hier ist Elton Hatcher, Kanal 9. Können Sie mich hören? Können Sie nicht. Eure Antenne ist nicht mehr auf dem Dach. Nimm das Telefon. Ihr nehmt am besten meinen Wagen. Mit deinem Wagen kommst du keine 3 Meter weit. Ich hab's noch nie so schneien sehen. Ach, Billy, hilfst du Molly mit dem Kindersitz? Na klar, Mike. Ich nehme den Dienstwagen oder fahre mit jemandem mit, wenn wir das hier geklärt haben. Ich muss noch mal zurück in Marthas Haus, nur um es abzusichern. Okay. Sei bitte vorsichtig. Nein. Hätte mich auch gewundert. Sag mal, du hast doch nicht wirklich eine Ladung Panama Red hinter deinen Hummerkisten zu stehen, Pete. Mami, die Insel wird doch nicht weggepustet, oder? Nein, nein, Schatz, natürlich nicht. So, rein mit dir. Mike hatte recht. Mit deinem Auto würdest du das nicht schaffen. Fahr vorsichtig, Molly. Danke, Billy. Wir sind gleich zu Hause. Sieh dir das an. Was denn? Was? Ach, nichts. Hast wohl ein bisschen zu viel von dem Zeug geraucht, das du verkaufst, Pete. Hey, halt die Klappe, Hatch. Red nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst. Pete, das eben war nicht gerade nett. Ja. Ja, so ist es. Was glotzt du denn so? Schaffst du's? Ich kann dich doch auch nach Hause fahren. Ist doch die ganz andere Richtung. Ich hab's doch nur ein paar Meter bis nach Hause. Ich brauch keinen Babysitter. Machen wir noch die andere runter. Okay. Mike, hast du irgendeine Ahnung, warum der hierher gekommen ist? Warum er Martha umgebracht hat? Nein. Sieh zu, dass du nach Hause kommst, Tess. Ich schließe ab. Und? Alles in Ordnung? In Anbetracht der Lage, ja. Ich konnte die Polizei mit Shires nicht erreichen. Ich konnte eigentlich niemanden erreichen. Tja, das überrascht mich absolut nicht. Also gut, hier ist der Dienstplan, Hatch. Du und Peter bis 20 Uhr,
Kirk und Jack, 20 Uhr bis Mitternacht. Robbie und Sonny von Mitternacht bis 4 Uhr morgens. Billy Soames und John Harriman dann von 4 bis 8 Uhr. Und danach werden wir uns was anderes einfallen lassen. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Ja. Also gut. Haltet die Augen auf. Alle beide. Wir werden das Gespräch noch führen, das Sie wollten, Sir. Mike, was machen wir, wenn Ursula und Robbie die Sirene heulen lassen und alle zusammentrommeln? Wir können ihn doch nicht im Rathauskeller mit einer Decke und einer Tasse Fischsuppe in die Ecke setzen. Ich weiß auch nicht. Wir bleiben mit ihm hier. Was? Und fliegen mit ihm zusammen weg? Willst du lieber gehen? Nein. Was ich will, und ich werde gehen.
Es tut mir so leid. Ein Baum. In Robbie Shows Garten, würde ich sagen. Hoffentlich hat er die Veranda nicht getroffen. Jack, du musst heute wirklich noch mal in den Laden? Oh ja. Daddy wird aufpassen, dass der böse Mann nicht im Flugzeug wegfliegt. So ist es, mein Freund. Ist eine blöde Situation, Schatz. Jeder muss ein paar Stunden aufpassen. Ich bin ja mit Kirk zusammen, wir sind immer zu zweit. Wenn du die Sirene hörst, gehst du mit Buster zum Rathaus. Oder auch schon vorher, wenn es dir sicherer ist. Packt alles zusammen und nehmt das Schneemobil. Ganz sicher? Oh ja, eins ist doch klar. Je eher du gehst, desto besser ist das Bett, das du für Buster und dich aussuchen kannst. Ein paar Leute sind schon unterwegs. Ich habe die Lichter gesehen. Du bist also entweder hier oder da, wenn meine Wache vorbei ist. Ist doch völlig egal. Ich find euch schon. Hey, Pete, was kann das sein? Wiese im Hochland. Drei Buchstaben. Alp. Ja, natürlich. Ist ein echt tolles Programm. Du darfst es nachher auch mal probieren, wenn du willst. Gerne. Geht es dir gut, Mutter? Wunderbar. Wie den Blumen im Mai. Was ist mit dir, Joe? Ich werd's schon schaffen. Oh. Gutes. Sieht draußen schon ziemlich schlimm aus. Ja, und das ist wohl noch nicht alles. Hast du denn deine Medikamente bei dir? Nein. Nein? Dann werden wir jemanden vorbeischicken. Tragt euch bitte alle ein. Wir müssen wissen, wer hier ist. Was hat er gesagt? Bitte ein, bevor Was soll er schon gesagt haben? Jeder nördlich von Casco Bay weiß doch, dass Peter Godson mit seinem Drogenverkauf mehr verdient als mit seinen Hummern. Ich kann es ihm nicht übel nehmen. Er hat die Hütte voller Frauen, die er finanzieren muss. Die Frage ist doch, Robbie, woher wusste dieser Kerl das? Die machen wahrscheinlich Geschäfte miteinander. Warum sollte jemand eine harmlose alte Dame wie Martha Clarendon töten, wenn er nicht auf Drogen ist? Erzähl mir das mal, George Kirby. Das erklärt aber doch nicht, woher er wusste, dass Cat Withers zu einer Abtreibung in Derry war. Gibt es noch mehr Deckung? Robbie Beals, Henry Bright? Könntet ihr nicht mal runter in den Vorratsraum gehen und noch ein paar Decken raufholen? Oder sind eure politischen Gespräche gerade so interessant?
Was ist los mit dir, Ursula? Ist das alles ein bisschen zu viel für dich? Robbie, wäre es nicht Zeit für die Sirene, damit alle herkommen? Die meisten sind schon von allein gekommen. Der Rest wird das sicher gut überstehen. Wenn ihr mich fragt, ist das sowieso alles Quatsch. Glaubt ihr etwa, unsere Großmütter und Großväter hätten sich jedes Mal bei einem Sturm im Rathaus verkrochen, so wie die Höhlenmenschen bei einem Gewitter? Nein, sie verkrochen sich in der Methodistenkirche. Ich habe ein Foto, kann ich dir gern zeigen. Der Sturm von 27. Auf dem Foto ist auch dein Großvater drauf. Er rührt in einem großen Topf Suppe. Schön zu wissen, dass es wenigstens einen in deiner Familie gab, der helfen konnte. Na komm, Robbie. Tragt euch bitte ein, bevor ihr runtergeht, Freunde. Es ist Platz für alle, aber wir müssen wissen, wer hier ist. Hey, Ursula. Hast du Mike gesehen? Nein, aber ich kann ihn über Funk im Auto erreichen, falls das eingeschaltet hat. Das Ding ist heute Abend sowieso für nichts anderes gut. Zieht euch erst mal aus und dann helft mit. Und, wie läuft's? Oh, wir haben einen Riesenspaß. Na, Ralphie? Hallo. Klo. Willst du was Kaltes zu trinken oder lieber einen Kaffee, Pete? Peter? Erde an Peter. Was? Ich habe gefragt, ob du irgendwas trinken willst. Oh nein. Danke sehr. Alles in Ordnung? Ja, ja. Ich habe den ganzen Tag alles gegen den Sturm abgedichtet. Ich schlafe schon mit offenen Augen. Tut mir leid. Halt noch durch. Jack Carver und Kirk Freeman müssten in circa 20 Minuten hier sein. Das ganze Dampf fliegt weg!
endlich raus! Hier siehst du was, was du nie wiedersehen wirst! Nein! Er reißt es weg! Nein! Alles in Ordnung? Was war denn? Leid! Wo zum Teufel steckst du? Bist du eingeschlafen oder was? Leid! Was ist denn? Es ist Gottsos, Robbie. Es ist Gottsos. Es ist weg. Was meinst du? Was ist weg? Das ganze Ding. Es ist weg. Was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht. Ursula, beeil dich, die Sirene! Grundgütige. Gib mir, was ich will, und ich werde gehen.